Janosch, was machst du da? Servus Leute, wir sind hier bei Micha im Zimmer. Wir haben gedacht, wir fahren kurz nach Stuttgart und statten dem lieben Micha einen Besuch ab. Gibt nur einen ganzen Haken bei der ganzen Sache. Der Micha ist gar nicht hier, sondern nur Danilo. Der chillt auf dem Sofa. Der hat uns reingelassen und wir sind jetzt hier bei Micha im Zimmer, haben auch seine Kamera gefunden. Und jetzt haben wir gedacht, machen wir hier einfach so eine kleine Roomtour für euch. Oh, Alter, ich brauche einen Handschuh. Was geht? Alter, was geht? Digga. Nee, ist das eine Boxershort in seinem Mülleimer? Alter, was geht bei dem? Riech mal dran. Okay, und jetzt schmeiß ich wieder weg. Der hat hier irgendwie so eine komische Pflanze in seinem Zimmer rumstehen. Relativ schmackhaft. Tja, was haben wir da? Ja. The Devil, the Devil Wears Prada, nicht The Micha Wears Prada, okay. Besonders geil finde ich ja auch, dass Micha hier so eine Klappe direkt zur Küche hat. Er kann sich da einfach direkt bedienen, hat hier auch einen schönen Rotwein drin stehen, Ginger Ale. Lecker, lecker. Ich finde es immer noch. Nö. I will not compare myself to strangers on internet. On the What? Der Micha hat im Übrigen auch hier sein Handy liegen lassen. Das war er natürlich sehr klug. Jetzt gucken wir noch mal glatt, was wir da so machen können. Ha, machen wir doch mal ein Foto. Oh yes, klasse. Zieh dich mal aus, Janosch. Oh ja, Alter, Sixpack. Oh ja, Strip für mich. Janosch Papelau in seinem Outfit. Und Janosch Papelau in the Micha Wears Prada Outfit. Ist uns, finde ich, ziemlich gut gelungen, Alter. Richtig, du siehst Opbringer, aus. Opbringer, Isaiah. Wow. Isaiah. Nochmal von hinten. Micha, bist du's? Micha, bist du's? Es ist Janosch Papelau. Stuttgart, bist du da? Stuttgart! Also erstmal muss man sagen, dass der Micha hier einen richtig geilen View auf die Stuttgart City hat. Richtig geil. Richtig lässiger View, hier kleiner Balkon und so. Das ist echt mega lässig. Und dann geht's hier rein in sein Zimmer. Dann ist hier das Moby-Plakat. Und ich habe ihm ja schon die ganze Zeit dazu geraten, was anderes zu nehmen, aber er wollte nicht. Hier ist sein kleines Alibi-Bücherregal, das auch ja intelligent wirkt. Und hier an der Wand natürlich die mega fette Klotze, die sich echt richtig gut macht. Alles in allem ein sehr gelungenes Zimmer. Oh, Stil, Alter, Stil. Konto, he's coming in. Oh, dann komm. Oh. Wir haben Pizza bestellt, wir gehen jetzt kurz die Pizza holen. Und wie ihr wisst, ist ja Micha in dem Aufzug hier stecken geblieben letzte Woche und wir hoffen jetzt einfach, dass wir nicht auch in diesem Aufzug stecken bleiben, weil wir haben echt Hunger und wir freuen uns auf unsere Pizza. Okay, wo ist sie? Ach, guck mal, hier sind die Grüße von unseren Vorgängern wieder. Fuck, bitches. Alles mit der Quitsch. Alter, ich hab unglaublich. Schiss, Mann. Alter, jetzt mal ohne Witz, das ist nicht... Oh, Alter, der macht so komische Geräusche. Alter, das ist echt so ein neues Treppenhaus. Pizza, Pizza. Das nennt sich Timing. Wir sind hoch, wir sind runtergefahren und du bist hochgefahren. Danke für die Pizza. Danke, mach's gut. Guten Appetit. Dankeschön. Shit, Alter. Jetzt sind wir ganz umsonst die Horrorfahrt in den Aufzug angetreten. Scheiße. Okay, komm, wir nehmen einfach das Treppenhaus, Janosch. Aber alles besser als der Aufzug. Geht der schnell hoch? Alter, du bist... Du hast vorne gestartet, das zählt nicht. Das tut nur nicht alles, um safe zu sein. Oh, endlich oben angekommen. Oh, alles besser als dieser Aufzug hier. In hohe Sicherheit. Deep in the night. I'm looking for some love. Was ist das? Das Pommes. Geil. Wow. Oh, ich geh tun. Eine Tasse voller Wodka.
Whisky. Digga. Arma, was ist los, Digga? Bleibst du noch? Hä? Bleibst du noch? Alter, was geht? Der kommt gar nicht drauf klar. Nun habt ihr Finn doch früher gesehen als erwartet. Ich war nicht dabei in diesem Video, aber es ist sehr schön, dass die zwei... Finn Jansen und Janusz Papelau heute bei mir am Start waren. viel zu krass. Und Janusz Papelau hier. Ich habe das Material noch nicht angeguckt. Ich habe nur gehört, dass sie einen Haufen Scheiß gemacht haben. Sie haben rumgeschrien und lagen nackt in meinem Bett oder sonstiges. Lasst mich wissen, ob ihr öfters mal Finn und Janusz auf diesem Channel sehen wollt. Gebt mal einen Daumen nach oben oder schreibt es in die Kommentare, was wir denn so anstellen wollen, sollen, können. In den nächsten Wochen werde ich auf jeden Fall nach wie vor, versprochen, Finn interviewen. Das hat es heute nicht mehr geklappt, weil die circa 3 Stunden auf mich gewartet haben, bis ich heimgekommen bin. Haben natürlich auch nicht Bescheid gesagt, die Dachlatten, aber so ist es. Dachlatte gesagt. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.